Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Angry Birds 2. Falls ihr euch fragt, warum Level 17, 18 und 19 schon gemacht sind. Ich habe eine Aufnahme gestartet, die, nicht abgeschlossen werden konnte aus irgendeinem Grund. Was heißt, dass ich euch diese Level noch einmal zeigen werde. Ihr seht, ich habe auch schon 3 Leben verloren. Es wird knackig. Und wir fangen an mit Level 17. Wie gesagt, tut mir sehr leid, jetzt ist der Blind-Effekt weg, aber was soll ich denn machen, ne? Wir haben übrigens auch einen neuen Zauber bekommen, und zwar den Zauber Chili. Aber den zeige ich euch im nächsten Part bei dem Level, bei dem er auch gezeigt werden soll. Von daher fangen wir jetzt einfach mal an mit, ich würde sagen, weiß ich nicht, mit Red. Ist doch ein guter Anfang, würde ich sagen. Zack. Alles klar. Hui. Erstes Abteil schon mal geschafft. Ihr seht, ne, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, diese Welt bietet einige Mehrteiler-Level, also noch mehrere Abschnitte, als sie schon in der ersten Welt waren. In der ersten Welt waren es ja, weiß nicht, wie viele waren es? Meistens 2, ne? Jetzt sind es schon 3. Ich kann mir vorstellen, dass in der ersten, in der nächsten Welt noch mehr dabei sind. Und krass, das war ein First Try. Par excellence. Hätte ich nicht gedacht. Heftiger Scheiß. Und das ist wirklich, ja, ich würde sagen, sehr einfach. Was ist denn da oben? Sollen wir mal richtige Arschlöcher sein und nehmen Mathilda. Oder Mathilde. Und werfen ein Ei. Zack. Ja gut, hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Wie ich gedacht habe, wir hätten, glaube ich, so angreifen müssen. Und dann wäre es was geworden hier. Mensch. Und das nenne ich mal einen Birdie par excellence hier, du. Mensch. Und damit wäre Level 17 auch schon abgeschlossen. Schneller als ich gedacht habe. Ich habe an diesem Level eigentlich ziemlich lang gesessen, aber noch länger habe ich an den beiden nächsten Leveln gesessen. An Level 18 auch sehr lange, muss ich sagen. Da habe ich auch die meisten meiner Leben verloren. Ich glaube, 2 Stück, glaube ich sogar, ja. So, wir nehmen uns mal keinen Zauber. Wir machen es mal ohne. Vielleicht klappt es ja. So. Die Frage ist, mit wem fange ich an, ne? Ich würde eigentlich mit Red anfangen, aber Red brauche ich auch. Ich mache mal mit Chuck. Ihr seht, jetzt kommt nämlich eine neue Funktion hier in den Level dazu, nämlich dieser Ventilator. Der sorgt dafür, dass man nun nicht mehr normal wie eine Parabel fliegt, wie ihr seht, sondern durch diesen Wind wird die Flugrichtung von Chuck abgelenkt und auch von jedem anderen Flugvogel. Was ziemlich nice ist. So. Gut, dass ich jetzt hier einen zweiten brauche, ist klar. Die Frage ist, wen nehme ich? Soll ich Mathilde nehmen? Oder Blue vielleicht? Die Blauen? Ja, ich nehme mal die Blauen. Yes, Mann. Sehr gut gesetzt. Auch wenn ich vielleicht die Blauen etwas früher genutzt habe, also etwas früher auf den Touchscreen gedrückt habe. Aber macht nichts. Jetzt sind wir nämlich mit 2 Vögeln hier im letzten Gebiet. Oh, das ist knackig. Nur jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Wen nehmen wir denn? Schwierig. Soll ich erstmal mit Red anfangen? Ich glaube, ja, komm, wir machen das mal. Ich glaube nämlich, es ist auch so, dass wenn man hier mit den Vögeln durch so einen Ventilator fliegt, dass die auch viel mehr Schwung haben als vorher schon. Sehr schön. Leider hat der letzte Turm überlebt, nur ich hoffe... Oh mein Gott, Red ist wieder da. Oh, sehr schön. Ein weiteres Ding, ich weiß überhaupt gar nicht, wann man eine Bonuskarte bekommt und wann nicht. Das ist total dumm. Ich verstehe das nicht. Naja. Versuchen wir es nochmal.
Hui! Und das war's. Und ihr seht, dieses Level hier hat zwei Abteile. Warum auch immer. Ich verstehe auch nicht, warum. Naja. Hätten wir das Level auch auf jeden Fall geschafft. Super. Und ich kann euch sagen, die Ladezeiten in diesem... in den im verloren gegangenen Part waren übelst lang. Jetzt sind sie kürzer. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich habe das Internet ausgestellt. Vielleicht liegt es daran. Ich habe nämlich auch gehört, dass dieses Spiel hier einen krassen Internetzwang hat, aber ich habe das WLAN aus und ich habe mein Internet aus. Und es läuft. Also von daher... So, ich würde sagen, jetzt nehmen wir uns nochmal einen Eiszauber. Das hatte ich nämlich für dieses Level sowas von nötig gehabt. Nur die Frage ist, mit wem fangen wir an? Ich würde schon fast sagen, mit dem Blauen, weil... Wie gesagt, durch den Ventilator kriegen die mehr Schwung. Und das gibt auch mehr Power beim Gegenfliegen gegen solche Mauern. Erstes Abteil geschafft, einen Strike bekommen. Wie gesagt, keine Bonuskarte, warum auch immer wir keine bekommen haben. Ich verstehe es immer noch nicht. So. Jetzt stelle ich mir nur eine folgende Frage. Soll ich jetzt den Eiszauber benutzen oder nicht? Ich würde sagen, ich nehme mal Mathilde und steuere. Zum CNT-Kasten hin. Yes! Ich hatte nämlich kurz die Bedenken gehabt, dass. Komm, kipp um, kipp um, kipp um. Ja, ja! Ja! Oh, geil, ey. Ich hatte nämlich kurz die Bedenken gehabt, dass die Steine die TNT, das TNT fast so richtig beschützen, aber so krass ist es doch gar nicht. So, jetzt muss ich leider Red verschwenden, sag ich schon. Was willst du machen? So ist das eben. Dafür habe ich auch noch Chuck und den Eiseffekt. Und den Eiseffekt, den ziehe ich jetzt. Und der wird jetzt gezogen. Weil das ist hier schon echt knackig. So, Eis. Dann walten Sie Ihres Amtes. Vereisen Sie den Scheiß. Und jetzt sollte es uns ein sehr einfaches sein. Fick dich, du Scheißschwein. Drecks. Ach, Kacke, ey. Macht nichts. Wir werden erstmal gucken, dass wir hier soweit alles zerstören. Komm, kipp um. Komm, gib mir eine Bonuskarte, bitte. Sehr komisch. Ich verstehe echt nicht, wann es eine Bonuskarte gibt. Ja, ich muss jetzt halt mal abwarten. Bis das Schwein nach unten fliegt. Nee. Beim besten Willen. Keine Ahnung. Bonuskarte. Was? Warum? Alter. Was für ein Glück haben wir, bitteschön. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir oben ans Schwein dran, ne? Der muss jetzt sitzen, Alter. Nee. Beim besten Willen, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch einen letzten Versuch, um das zu schaffen. Na, cool. Geil, kein Eiseffekt mehr. Schön. Oh, ist das schön. Kein Problem, wir kriegen es auch so hin. Hoffe ich mal. So. Ich nutze mal die blauen. Und setze... Soll ich da unten ansetzen? Ne, das passt dann gar nicht mehr. Ich setze mal hier an. Und das hat alles zerberstet. Keine Bonuskarte, warum auch immer. Ich verstehe es immer noch nicht. Keine Ahnung. Erscheinen die random oder was ist mit denen? Keine Ahnung, ey. Echt komisch. So, ja, wie machen wir jetzt weiter, ne? Wie machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen, ich nutze Chuck aus. Fliege dahin. Und jetzt warten wir mal ab. Ja, mal, die Blauen sind als Bonus wieder zurückgekommen. Sehr schön.
Die Scheiße ist jetzt einfach nur... Naja... Ich muss Red nutzen. Ansonsten kann ich da nicht mehr vorgehen gegen. Komm. Ach, kipp doch um, Mann. Verarsche, ey. Übelste Verarsche. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das dein Ernst? Hat keinen Sinn. Geben wir auf. Letzter Versuch, dann beende ich den Part, weil ich habe das Level geschafft und... Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, eine halbe Stunde zu warten, bis alle 5 Herzen wieder da sind. Also fick dich doch. Nö, mach ich nicht. Wie sehe ich denn aus? Nee. Ganz ehrlich, nein. Ich weiß auch gar nicht, warum die Level sich ja manchmal umgestalten. Das sah eben komplett anders aus als jetzt. Die Level sind also nicht immer gleich, wie ihr seht, ne? Ganz komisch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier vorgehen soll. Ganz im Ernst, Mann. Ich würde sagen, ich nutze mal Red. Vielleicht ist Red da die bessere Alternative gegen. Fick dich doch. Warum ist da oben jetzt wieder so ein scheiß Bastardenschwein? Ne, da warte ich ab, bis er wieder runterkommt. Und müsste jetzt kommen. Ne. Okay, cool. Verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich nutze mal Blue. Aber... Keine Ahnung. Er kommt jetzt gerade in unsere Nähe geflogen. Okay. Toll. Ja, ist dann natürlich eine geile Ausgangssituation, ne? Weißt du, er hat schon ein blaues Auge. Weißt du, warum ist er nicht gestorben? Willst du mich verarschen, Mann? Das ist doch kacke, ist das doch, ey. Ne, ich warte, bis er wieder zurückkommt. Ganz ehrlich, nö. Das sitze ich aus. Weil, wenn man mit Mathilde ein Ei ablässt, fliegt mir da wieder so ein bisschen höher. Lass es bitte klappen. Natürlich nicht. Ist doch scheiße. Jetzt muss ich die Blauen verschwenden für diesen Hurensohn. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es schon wieder nicht schaffen. Wir haben keinen Eiseffekt. Wir schaffen es auch so nicht. Wo sollen wir denn... Ich weiß noch nicht mal, wo wir ansetzen sollen. Oben beim Schwein, würde ich sagen, weil da ist ein TNT. Frage ist, wie komme ich da hin? Lass doch explodieren. Kipp doch um, du scheiß Gebäude, Mann. Kipp doch um. Dann nicht. Ihr seht, keine Versuche mehr. Heißt, wir müssen jetzt erstmal 25 Minuten und 19 Sekunden warten. Mache ich nicht. Ich gehe zurück. Ich weiß, dass ich das Level geschafft habe. Und wir haben uns das Level ganz genau angeschaut. Von daher gesehen, ich habe das Level geschafft. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man das Level abschließt, ist es so, dass man zu einer Truhe kommt und diese Truhe hat einem diese Chilischoten gezeigt. So, wir haben hier auch noch einige Aufgaben, die wir erledigt haben. Wie zum Beispiel die Sterne und die Schweine. Aber ich würde sagen, das war's für den Part, von daher haut rein, ciao.